Don't you have an angry customer shouting outside about the buses being late? Na eben, das habe ich auch gehört. Really? Mhm. Okay, ich habe so einen Zettel. Do you have any idea who picked me to investigate? Picked, added to clues, okay? No idea, but I'm so happy you're here. Ja, aber er klaut Tassen. Und er hat überteuerte Salamis in einer sehr neuen Tasche herumliegen, bezahlt mit einer westlichen Währung. Da ist irgendetwas im Busche. I have a copy of your book. The early bird catches the criminal. Ach was, er hat unser Buch gelesen. Jetzt ist er unschuldig. Can you sign it? Ist das eine gute Idee? Ja, wir unterschreiben das mal, weil er ist sus, aber wahrscheinlich, wir bereuen das wahrscheinlich, wenn wir uns noch schreiben, ne? Yeah, I guess so. Ein Buch aus besseren Zeiten. Woo! Thanks so much, Mr. Duck Detective. Gerne. I won't ever forget this. Oh, das glaube ich. This will become a core memory. Okay, gut. Wir schauen uns weiter um. Was war das denn gerade? The two desks on this side look unused. Okay, keine Mitarbeiter. Okay, ich schaue mich nochmal weiter um, ne? Da ist die Küche. Oh Gott, ist das hier groß. Okay, erstmal absuchen. Oho, ein Schäfchen. Posing. Wer macht das nicht? Whitlock, okay. Last name Whitlock. Passwort Hint, me and sexy aliens. Was? Ist das gesetzlich überhaupt erlaubt? Gibt's da Regulierungen? Ich kenne mich da nicht aus. Habe ich mich nie gefragt. Oh. Passwort accessible. Okay. Gut. I wonder if there are clues to her password. Vielleicht ist Sexy Aliens ja ein Film. Eventuell. I don't think I have enough information to crack it yet. Ja, aber das kriegen wir schon hin. Vielleicht ist es ja ein Film. The PC is on, but the person who works at this desk seems to be on a break. Bestimmt in der Küche. They only have a single person answering the hotline right now? Mm. That's surprising. Mm-mm. Hä? Okay, wie cool. Natürlich, ich hab die nicht mal berührt. Ich hab die noch nicht mal berührt. So, was haben wir hier? Was ist das? Insert-Foto hier. Fixed. Layout, lazy. Okay. Freddy sucks. First name Freddy. Rufus. Last name Sederis. Aber da ist ja auch der Vorname auch klar. Ah. Rufus Sederis. Okay, stop with the Post-its. Employee of the Month. Okay, das ist Employee of the Month. Insert Foto hier. Okay. Rufus Sederis ist irgendwer mit so einem Regiehut oder so. Keine Ahnung. Freddy sucks. I'm not sure I'd feel particularly appreciated. Nein, nicht wirklich. So, komm in. Ich gehe erstmal in die Küche, ja? In here must be the crime scene. Oh. First, I want to find out who the people in the office are. Okay, das wusste ich nicht. It will make things easier in the long run. Verstehe. I'll need to remember to write everything down in my deductions. Deductions, okay. Gut, Leute haben wir sowas schon kennengelernt, außer den Chef natürlich. Da müssen wir nochmal hin. I shouldn't go outside yet. Hä? I need to find out who the people in this office are first. Ja. I remember to write down their professions in my deductions. Uns fehlen ja die Namen noch, ne? Ich vermute mal, könnte das... Kann aber nicht Rufus sein hier, ne? Ich frag nochmal. This
Mrs. Bearbus. How can I help you? Your yarn ball is still on the bus. Which route were you on? Okay, haben wir schon alles. Aber warte mal, ich kann noch Fragen stellen, aber... Nein! This is Bearbus. This is the third your ex-wife did not... Ja. Warte. Nichts Neues. Okay. Ich habe das Gefühl, ich komme gerade nicht so richtig weiter. Wir müssen uns noch ein bisschen weiter umschauen. Herr Ernst. Oh. The dimly lit room seemed to promise well-kept secrets and rumors. Mm. Hallo, Herr Ernst. Angry Brow, guck mal sehr ernst. Heißt ja auch Herr Ernst. Eine Krawattennadel, eine goldene, wie es aussieht. Branch Manager. Herr Ernst ist der Branch Manager. Okay, irgendwas fehlt bei ihm noch. Knopf. Was übersehe ich? Einen Senffleck. Er hat auf dem teuren Jackett einen Senffleck. Oh, Babyfood, Family Man. Okay, es ist kein Senffleck, es ist... Okay. Er ist Familienvater, hier ist auch, ne, Number One Dad, da hinten das Familienfoto, er liebt seine Familie. Na gut. How are the detective things going, Mr. Detective? Die Detektivdinge laufen äußerst detektivisch. It's Mr. McQuacklin. Hm. Right. Apologies. Right, edit to clues. Hm. Okay. Are you planning on staying in my office much longer? Ja, noch ein bisschen. I'll have to inspect the entire premise to do my job correctly. Well, hurry up. Ja, das werden wir sehen. So. Ich habe Fragen über meinen Auftraggeber. Was it you who called me? No. I never heard of you before. Ouch. Ouch, das Ouch. Mm, das tut weh. That's unusual. Ouch. It's good you're here. Since there has been some unrest. Oh. Was? Unter den Mitarbeitern gibt es Diskrepanzen? Okay. So, Herr Ernst. What a fancy nameplate. It says Ernst. So, Ernst ist der Branch Manager. Können wir schon mal machen, ne? The bear is... Wie? Und ist der Branch Manager. Okay. The cat works als... Okay, Crocodile ist... Und works als Operating Office. Gut. Irgendwie fehlen uns noch Sachen, ne? Ah, ja. Stimmt, das müssen wir auch noch ausfüllen. Um Gottes Willen. Jetzt habe ich schon ganz vergessen, wie die alle hießen. Das hier war Manfred Ernst, ne? Manfred Ernst. So. Das habe ich ganz vergessen. Da kommen wir auch noch rein. Jetzt muss ich mir den Namen nochmal zurechtpopeln. Ich habe die Namen wieder vergessen, wer hier wer war von denen. Freddy, Laura, Rufus. Wir wissen es auch noch nicht genau, ne? Whitlock. Cedric Petrovic verlassen. Wir müssen noch mal schauen. Manfred Ernst haben wir schon mal. Items, Evidence, Objects. Okay. Wir können nochmal nachschauen. Ah, Whitlock war das Sharp. Oh. Okay, ich schau mal weiter. It's a letter for an application for a promotion to Senior Customer Service Agent. Okay. It's a letter for an application for a promotion to Senior Customer Service Agent. Signed by L. Angst. Angst. Das ist doch 100 pro die Katze, oder? Das ist doch 100 pro die Katze.
bleibt Angst dann hier drin? Bad Habits und So Many Dedicated. Ich hoffe, das ist richtig. Ich vermute es nur. Ich vermute es nur. Es ist mein Bauchgefühl. So. Aha. Warte, da war was. Ach so. Kinder. Zwillinge. Hat Zwillinge. Was hier? Eingerahmt, hohe Qualität. Familie ist ihm wichtig. Das wissen wir ja schon, ne? Das wissen wir ja schon. Aha, aha, aha. Ich gehe den Rahmen ein bisschen ab, um zu gucken, ob da irgendwas ist, ob wir ein Geheimnis entdecken. Was fehlt mir denn hier noch? Nicht draufklicken. Ich hätte gedacht, dass das hier irgendwas wäre. Hier Toupet vielleicht? Oh. Ein Geheimfach. Was? Is it normal to have a huge painting of your family in your office? Bestimmt ein Safe dahinter. Bestimmt ein Safe dahinter. What are you doing with my family's portrait? Wow, Herr Ernst. Ja, entschleunigen Sie mal ein bisschen. Sorry. Okay. Gut, können wir jetzt noch weiter befragen? Nee. Hier? You're still here. I have a feeling you're not enjoying my company. Not particularly. Na gut, komisch. Normalerweise mag jeder meine Anwesenheit. So. Warte, ich will mal kurz was gucken. Jo, Tag, ich bin's normal. It's a letter for an application for a prom signed by L. Angst. L. Angst. Okay. Dann haben wir das auch. Das wollte ich noch machen. Okay, jetzt ist die Frage, das Krokodil. Wussten wir den Namen schon? Ich glaube, sie hat sich schon beschwert, oder? Hatte sie sich nicht beschwert? This is Bearbus. Your... Which... Okay, wir können nicht mehr mit ihr reden. Oh, jetzt können wir... Oh, interessant. What do you think about Manfred Ernst? Oh. Oh, he's a great guy. I just wish I'd finally get a raise. L. Angst. Yes, sorry. This is Bearbus. Your bus will be 3 hours late. Das kennen wir ja. Nichts Ungewöhnliches, diese Aussage. Komm, nehmen wir den hier auch noch mit. It's a list of all the most busy driver. Petrovic. Okay. Das war die Salami. Oh, hello. How are you, Mr. Duck? Okay. What do you know about Manfred Ernst? I think he likes me. He's the only one who doesn't shout at me. Hm. Okay, da kriegen wir auch nichts raus, ne? Kann ich nicht über die Banane segeln, schade. Hier war sonst auch nichts. Das war die Station. Da geht's nach draußen. In die Küche kommen wir auch nicht. In here, first, I want to find it will make things easy. I'll need to remember to write. Wie hieß das Krokodil nochmal, verdammte Axt? Ich habe den Namen einfach vergessen. Wir wussten es sogar. Ich gehe mal nach draußen. Hallo, guten Tag. I'm so bored. I don't understand why such a small office needs a reception. Oh, die Arme. I'm just here to keep the angry customers out. Natürlich. Das verstehe ich. So. Ah. What can you tell me about Laura Angst? Laura needs to chill out. Das stimmt. I do love her, but if she keeps living like this, she'll have a heart attack by 23. Das stimmt.
So, do you have an idea who would have hired me? It's about the incident, isn't it? Aber welches Incident? Sorry. No idea. Welcher Zwischenfall? Geht es um die gestohlene Tasse? Geht es um die gestohlene Tasse? Okay, pass auf. I swear to God. My mug again. Okay. Laura from Customer Service is way too loud. I can hear keyboard all over to my desk. Okay, jetzt wissen wir auch, wer Laura ist. Das wissen wir jetzt. Und der Mug, die Tasse. Guck ja nochmal schnell, wer mir gehört. Warte. Ich will mal Shift drücken zum Rennen, aber geht ja nicht. Gehört auch Laura. Okay, Laura will nicht, dass ihre Tassen gestohlen werden. Und Kollege Schnürschuh hier klaut die Tassen. Aber wie hieß er nochmal? Wie komme ich da nochmal drauf? Wie kann ich nochmal drauf kommen, wie er heißt? Irgendwer hat mir seinen Namen gesagt, aber ich weiß nicht genau. It's a list of all the bus, the most busy drop. Das war das mit dem Passwort. Da kommen wir nicht rein. Lazy Rufus. Sederis und Rufus? Also Rufus Sederis ist Mitarbeiter des Monats. Aber Rufus Sederis kennen wir noch nicht. War Freddy das Krokodil? Aber dann fehlt uns immer noch der ganze Name, ne? Uns fehlt immer noch der ganze Name. Ich weiß den Nachnamen halt nicht. Sonst ist ja auch nichts Spannendes, ne? Ja, aber sonst auch nichts, ne? Nee. Also wenn man sich Sachen nicht sofort aufschreibt, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig. It's locked. Oder ich muss Ausschlussverfahren anwenden. Wir haben mehrere Namen. Also, pass auf, wir haben mehrere Namen. Aber sie haben wir ja auch noch irgendwie, ne? Ich guck mal, ob das funktioniert. Rufus, also Sederis kann es schon mal nicht sein. Sederis kann es nicht sein. Angenommen, es ist Freddy. Sederis kann es nicht sein. Whitlock kann es nicht sein. Petrovic ist der Busfahrer, kann es auch nicht sein. Muss es Fredderson sein. Ausschlussverfahren. Wer wird Millionär? Freddy Fredderson haben wir jetzt. Okay. Ob das richtig gemacht ist, weiß ich nicht genau. Ich wusste sonst nicht, wie ich drauf kommen soll. Dann haben wir noch Rufus Sederis und wir haben noch Frau Whitlock, wo der einzige Vorname noch bleibt. Oh, wir haben noch eine dritte Person. Okay. Gut. Aber können wir Leute jetzt ausfragen über Freddy? Yo. Can you tell me more about Freddy Fredderson? Let me put you on hold while I find the route for you. Freddy? Oh Gott. He gets paid more than me. Can you imagine that? Weiß ich nicht, da ich bin neu hier. Ich hab doch damit gar nichts zu tun. What an incompetent waste of office space. Oh mein Gott, bitte beruhigen Sie sich, Gnädigste. Ich wollte nur mal wissen, was ist denn? Hello, this is Laura again. I checked the bus routes and found that. Ah, okay, gut. Entschuldigung. Okay, kann man ihn über sich selbst ausfragen? Nö. Okay. Dann frage ich mir hier weiter. Auch keine Chance über Freddy. Schade. Ich versuche mal Informationen zusammenzusammeln. Und Freddy klaut ja auch die ganze Zeit Tassen, ne? Wollen wir nicht vergessen. Freddy ist der Tassenklauer. Klar verstehen die sich nicht. Kann ich eigentlich in meinem Inventar den Zettel selber lesen?
Das wäre vielleicht schon mal was. Können wir nicht. Wir können nicht selber... Wir haben Beweismittel und da steht was drauf, aber da steht nur Bärbass drauf. Wir können nicht selber lesen. Gut. Ah, ich muss gar nicht überall nochmal hinlaufen. Wir können direkt hier reingucken. Ich habe zwei Dinge irgendwo übersehen. Aber vielleicht erst in Räumen, wo wir nicht hinkommen. Ah, okay. BDB. Ducks are excellent skateboarders. Herr Ernst, ich bitte Sie. Was ist denn mit hier? What do you know about Laura Angst? Oh, she's a fantastic employee. Die zu wenig verdient, offenbar. She basically does the work of five people. Verdient aber nur für eine halbe Person. Cool, wie sieht's denn aus mit der Gehaltserhöhung? How are the... It's Mr. McBright. Are you planning on staying in my office? I'll have to inspect the entire... Well, hurry. Ja, na klar. Hier war nichts mehr, ne? Aus dem Papierkorb hier. Ich glaube, sonst haben wir hier nichts mehr. Ich würde das Bild da hinten gerne umklappen. Aber das können wir nicht, ne? Ich glaube nicht. What are you doing with... Sorry. Vielleicht später. Wenn der Kollege raus ist. Wir schauen mal. Badam, badadadadam, badadadam. Okay. Suspects, 8 von 8. So. Der Bär ist Manfred und Branch Manager. Das ist Laura. Und wirkt in Customer Service. Und Krokodil namens Manfred. Zwei Dinge sind falsch. Sophie, die Giraffe, arbeitet als Receptionist. Der Bär ist Manfred. Manfred Ernst, der Branch Manager. Laura Angst, die Katze, arbeitet im Customer Service. Ach, Krokodil namens Freddy. Entschuldigung. Wie hab ich Manfred ausgesucht? Now that I had worked out these names, I was ready to check out the crime scene. Natürlich. Let's see where that lunch got stolen from. Oh. Then I could finally talk to my client. Es geht also weiter. Gut. Können wir jetzt neu, haben wir neue Gesprächsmöglichkeiten oder können wir irgendwas Neues machen? Nein, aber wir können vielleicht die Küche betreten. Und die anderen Orte. Es geht weiter. Wir haben uns hochgearbeitet. Das ist der Busfahrer bestimmt, ne? The cold air ruffled my feathers. Mm. And I wondered what kind of sorry soul was standing all alone in the rain. Ein Busfahrer. Ohne Bus, der nicht Bus fährt, ist kein Busfahrer. Er wartet auf seine Chance, um Bus zu fahren. Moment, ich bin ein bisschen unbeholfen. Moment, ich... Entschuldigen Sie bitte. Ich hab leichte Gleichgewichtsstörungen. Ah, wie ärgerlich. Ah, passiert immer wieder. So, sind Sie Busfahrer? Eine sehr schöne Nase und wunderschön. Und diese Haare erst. Mm. Die Hände in den Taschen, schlechte Manieren. Naja, es regnet gerade und es ist kühl. Weiß ich, ob das schlechte Manieren sind, das weiß ich nicht genau. Boris. Boris, der Busfahrer. Embroidery, aufgestickt, glaube ich. Boris, der Busfahrer. Kann ich das direkt eintragen? More suspects. Okay, wir müssen erst den ganzen Namen haben. Boris alleine kann ich nicht eintragen. Ist ein bisschen verwirrend manchmal. Hey, man, this isn't the bus stop. Nein. You'll have to walk south to the central bus station. Aber ich komme gerade aus dem Büro. What? I'm not here to take a bus. Was können Sie mir sagen über die Giraffe? What do you think of Sophie Windheimer? Oh. Man, I wish she'd let me talk to her. Oh. Oh, eine verschmähte Liebe gar. Eine vergossene Romanze.
runtergespült wie Herbstregen in einem Gully. Do you, like Freddy Fredersen? He's a pretty funny dude. Mm-hmm. Loves to rant about detective novels. Hm. Das passt ganz gut zu uns. I'm investigating a case here at Bearbus. Oh, do you mean the lunch that got stolen? Aha, er weiß Bescheid. Exactly. You know who called me? Nah, too busy minding my own business. I don't talk much with the customer service folks. Aber hat er nicht gefragt? Hat er denn nicht gefragt, wer uns anruft, als wir beauftragt wurden? Schreibt man sich nicht erstmal Namen auf? Es ist so weird. Oh, it's cold out, but if I go inside, I have to face Sophie. Oh, er ist schüchtern. Oh nein. Vielleicht können wir was arrangieren. Someone left their bag here. Ugh. It's full of dirty gym clothes. Oh. Adding this to the case files. Duffel bag, okay. Können wir den Duffelbag austauschen gegen die Salamis? Ist das eine gute Idee? Oh, da geht's gar nicht. Oh, ich bin jetzt gefangen hier für immer. So, warte, bevor ich vergesse. Boris. Ich hoffe, das bleibt hier schon mal drin stehen. Ich vermute, er ist der Topfahrer. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Boris Petrovic. Pau, 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 pau. Haben wir den Namen? Und jetzt können wir die anderen ausfragen über Boris Petrovic. Warte, jetzt können wir doch auch, wenn wir den Namen komplett haben. Jetzt müsste es gehen, ne? Boris ist ein Bus-Driver. So. Das Schaf haben wir noch nicht getroffen, können wir noch nicht eintragen. Machen wir gleich. Wir gehen in die Küche, da wird das Schaf bestimmt sein. As soon as I entered the kitchen, the comforting waft of cheap white toast entered my nostrils. Oh, Toast. Toast, wie konnte ich dich nur vergessen? Deine weichen Liebkosungen, die mich durch manche Nacht begleitet haben. Oh, Toast. Mit einer knusprigen Rinde. I knew I had to stay strong. Ich würde diesen Toast so gerne mit Butter bestreichen. Und ein bisschen Salz draufstreuen. Oder mit einem leckeren Ei belegen. Oh. This wasn't what I was here for. Oder ein köstliches Nudelbrot. Stop eating the icing! Can't you wait a couple hours? Margaret, if it wasn't for these pants almost bursting... Bitte was? Ich glaube wegen seinem Bauch. Wegen seines Bauches. Ich glaube, darum geht's. Wir leben im Internetzeitalter. Solche Aussagen sind immer schwierig. I'd have this for breakfast every day. Mm-hmm. Yes, yes. And you can have it and so much more later, when we're done preparing. Mhm. Aber was denn? Und warum ist die Küche so schmutzig? Boah, die Mikrowelle, hier ist ja alles... Bäh. Schau erstmal hier. Huch. Was haben wir denn hier? Halloween Party. Cancelled. Oh. Oh. Kürzungen. Die Party wurde abgesagt. Hungry, get your own lunch. Angry note. Okay. Looking for editor, unpaid. Ist das eine YouTube-Anzeige oder was? Entschuldigung. Oh, wie süß. Das sind Sophie und Laura, ne? Office parties are a bad idea anyway. They stopped doing them at the precinct after the, jam incident. Oh, ein Marmeladenzwischenfall. Ich wäre interessiert daran, davon zu erfahren. So. Erstmal Beobachtung anstellen. Huch, Maus fliegt gleich weg. Aha. Da sind noch Icing-Reste. Mütterlich und backt gerne.
Ein Ehering? Oh, geschieden. Das ist kein aktueller Ehering, da ist einfach nur, man sieht auch die Spuren eines Ringes. Oh. Frisch gewaschene Haare nehme ich an oder fettig, eins von beidem. Oh. Einfach perfektes Haar. Sehr gut gepflegt. Yes, dear. Guten Tag. I'm Eugene McQuacklin, Detective. And I need to ask some questions. A detective? How exciting! Natürlich. Ich bitte Sie, ma'am. What's the most gruesome murder you've seen? Da hat ein Sohn das Gesicht der Mutter gekocht. How many dead bodies have you encountered? Was? Five little pigs teasing turtles? Also fünf kleine Schweine habe ich schon aus einem Magen-Darm-Trakt gezogen. No one died, but I investigated the case once where five little pigs robbed a bank. Ah, das war eine andere Geschichte, okay. Caught them red-handed and got myself an article in the Goose Times. Was? In den Gänsenachrichten hatten wir einen Artikel. Wir sind ja populär. They called it the Piggy Bank Case. Oh, Sparschwein. Oh, Piggy Bank. Did someone get shot? What? No. Beaten up? Was ist mit der Frau? No. Sie ist ein bisschen zu aufgeregt. Hm. Das war's? Wow. Surely you must have some interesting stories. Wow, okay, was ist denn mit den kleinen Schildkröten, die ihre ersten Zähnchen bekommen haben? I almost died that one time. Was? Ich dachte, das sind Schildkröten, die Zähnchen bekommen haben. When I got myself into trouble with the teething turtles mafia. Das habe ich wohl falsch eingeschätzt. That incident taught me to stay away from beautiful ladies in red. Mm. Süße Schildkrötenfrauen in roten Kleidern. Ich weiß doch auch nicht. Did they break your kneecaps? Was? Ma'am, bitte? Huh? No! You can see that I can walk just fine. Hmm. Was ist denn mit der Frau? What do you think of Sophie Windheimer? She doesn't have the easiest life, you know. Oh, warum das denn nicht? She just had a terrible breakup with her ex. Oh nein. Aber sie doch auch. But don't tell anyone. Natürlich, nein, um Gottes Willen. Can you tell me anything about Laura Angst? Oh, she's such a hard-working girl. Das stimmt, ja. I heard she secretly studies for her online bachelor's during work. Oh nein, das auch noch nebenbei? You need to keep this a secret, though. Schön dieser Buschfunk hier im Büro. Aber sag's nicht weiter. Ja, ja, na klar. Blablabla, aber sag's nicht weiter. Ja, na klar. Nee, aber sag's nicht weiter. Junge, richtig stille Post einfach. Do you know anyone here who could have hired me? To be honest, everyone was quite shocked by the lunch theft. And no one told me they've called a detective. I don't know what's going on at all. Do you know whose bag this is? Isn't that Freddy's? Ja, Freddy hat diese Taschen. Aber Freddy schmuggelt Salami in den Taschen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier waren jetzt dreckige Sportklamotten drin? Hm. Na ja, gut. Wir werden es heraus. Oh, da liegt ein Brot. Oh, da liegt ein Brot. Oh Gott, halt mich zurück. Rose. I doubt they wash their hands after leaving that greasy handprint. So, da ist die Mikrowelle. Der Kühlschrank steht die ganze Zeit offen? Nee, nur wenn wir davor stehen. Okay, was haben wir denn hier? Margaret hat Schokolade. Margaret, ich ahne, wer das ist. Hier ist ein schönes Brot. Hier ist ein Pfotenabdruck auf dem Energy Drink. Wir wissen, wie das gehört. Thanks for the food, Salami-Bandit.
scharfe Krallen. Aha. RS. Thanks for the food, Salami Bandit. Huch. Note, Thief, Salami Bandit. Ha. So, this must be the crime scene. Ja, so sieht's aus. This note is curious. Jemand hätte die Salami klauen können und keinen Zettel hinterlassen können. Aber jemand hat die Salami geklaut, absichtlich. Und einen Zettel hinterlassen.